Ja, ihr Lieben, in einer Woche ist es soweit. Am 24. Mai 2024 können wir uns endlich die neue Jurassic World Animationsserie Jurassic World Chaos Theory anschauen. Der ein oder andere wird sich vielleicht fragen, Tobi, hast du mitbekommen, dass man die erste Episode auch schon am 17. über Roblox gucken kann? Das hat mir jemand von euch in die Kommentare reingeschrieben und ich habe dann da mal nachgeschaut gehabt. Es ist tatsächlich wohl so ein Event in diesem Roblox-Kosmos und da kann man eine Woche vorher, also eben am Freitag, den 17. Mai, bereits die allererste Episode schauen. Ich hätte tatsächlich die Möglichkeit bekommen, die Episode schon vorher zu gucken. Allerdings bin ich am Freitag bei einem Kollegen und ich dachte mir, ebenfalls, naja, wenn ich mir jetzt Episode 1 anschaue und dann trotz allem noch eine Woche warten muss, bis weiter zu gucken, dann kann ich im Endeffekt auch gleich bis zum 24. warten und mir dann eben alles am Stück angucken. Ich bitte euch trotz allem, solltet ihr die Serie oder die allererste Episode über Roblox schon am 17. sehen, dann bleibt bitte noch bis zum 24. Mai spoilerfrei. In diesem Video jetzt hier sprechen wir über einen Clip, der neu erschienen ist. Das heißt, hier müssen wir auch eine kleine Spoilerwarnung aussprechen. Allerdings, ich will vielleicht gar keine Spoilerwarnungen mehr aussprechen bei Dingen, die einfach offiziell rauskommen. Bei Trailern werde ich keine Spoilerwarnung raushauen, habe ich auch, glaube ich, noch nie gemacht. Genauso ebenfalls bei offiziellen Clips. Wenn ich hier von einem offiziellen Clip rede, der uns präsentiert wurde, dann wisst ihr dann sofort, ah, okay, das sind jetzt Spoiler, die ich vielleicht gar nicht erst sehen will. In diesem Clip, über den wir jetzt sprechen, das will ich noch von vornherein wegnehmen, bevor du dich jetzt entscheidest, ob du die Spoiler hören möchtest oder eben nicht. Gibt's gar nicht allzu viele Spoiler. Die einzigen Spoiler, die wir jetzt hier in diesem Clip haben, sind weitere Fragen, die aufgeworfen werden. Allerdings lässt uns eine bestimmte Sache an diesem Clip, die, glaube ich, keinem so wirklich aufgefallen ist, lässt uns dann doch schon sehr stark einen Blick auf unsere Bösewichte werfen, zumindest auf den Plan, den unsere Schurken haben, und macht erneut das Fass, ist Brooklyn wirklich tot, wieder von vorne auf. Das heißt, ja, es wird spannend in dem Video definitiv und wir starten jetzt einfach rein und sprechen mal über den neuesten Clip von Jurassic World Chaos Theory und was der uns möglicherweise über die Story und über unsere Antagonisten verrät. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bevor das Video jetzt losgeht, ihr Lieben, zwei Sachen von vornherein. Ich habe während des Aufnehmens des Videos habe ich permanent gesagt, dass wir jetzt über den Clip reden, in welchem Ben und Darius sich in dem Wohnwagen von Darius befinden. Das ist natürlich Quatsch. Die befinden sich nicht in dem Wohnwagen, sondern in einem Holzhäuschen, in welchem sich Darius verschanzt hat. Das haben wir auch im Trailer schon gesehen. Und im Clip sehen wir das ebenfalls. Ich weiß nicht, wie ich da dauernd auf Wohnwagen und Trailer gekommen bin. Deswegen müsst ihr einfach dann meine Wortwahl ersetzen gegen Holzhütte oder so. Des Weiteren will ich euch mal noch hier ein Riesenlob aussprechen in der Community. Es ist wirklich unfassbar geil, wie aktuell die Diskussionskultur auf dem Kanal funktioniert. Ich weiß noch, vor gar nicht allzu langer Zeit, da gab es die Leute, die nur Bock auf Jurassic-Content hatten, die immer wieder geschrieben haben, mach mal wieder was zu Godzilla oder eben andersrum. Inzwischen merke ich immer wieder, dass das Interesse so gegenseitig auch überschwappt, gerade von den Lagern, die eigentlich von der anderen Seite gar keine Ahnung haben. Inzwischen lese ich immer öfter Kommentare unter Godzilla-Videos wie, ja, kannst du das und das vielleicht mal ein bisschen mehr erklären? Ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Godzilla, bin auch kein Fan von Godzilla, aber würde mal ganz gern wissen, wie das so und so ist. Und das bekomme ich nicht nur bei den Godzilla-Videos, das bekomme ich auch zum Teil andersrum bei den Jurassic Park-Videos. Zwar nicht ganz so stark wie bei der Godzilla-Nummer, auf jeden Fall fällt mir auf, dass ihr anscheinend immer mehr Interesse auch am anderen Lager zeigt. Die meisten sind wahrscheinlich eh hier, weil sie beides ganz geil finden. Aber ich finde das einfach sauschön, auch wenn mir dann Leute von euch irgendwelche eigenen Theorien schicken und ihr euch da wirklich Gedanken drüber macht. Ich habe letztens einfach eine Nachricht bei Instagram bekommen, da hat mir jemand geschrieben, ey Tobi, Mann, ist dir mal aufgefallen, dass der Therizinosaurus genauso Streifen an der Seite hat wie die Velociraptoren aus Jurassic Park 3. Meinst du, das könnte irgendwas zu bedeuten haben? Und da habe ich mir halt gedacht, wahrscheinlich eher nicht. Aber trotz allem finde ich es echt sehr cool, dass auch ihr euch inzwischen da so voll die krassen Gedanken drüber macht und mich einfach auch so krass an euren Gedanken teilhaben lasst. Mir macht das wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ja, das einfach nur mal vorweg. Kommen wir jetzt aber
zum eigentlichen Thema. Okay, ich würde sagen, wir fassen die ganze Nummer einfach mal ganz knapp zusammen und kommen dann zum Ende des Videos zu dem Punkt, wo ich gemeint habe, das könnte eventuell wirklich ein Indiz in die Richtung sein, was uns von den Antagonisten her in der Serie erwartet. Wenn ihr meine ausführliche Reaction zu dem Clip sehen wollt oder eben auch meine ausführliche Analyse, die wir live auf Twitch durchgeführt haben, dann schaut doch einfach mal hier oben auf dem Link vorbei, da gelangt ihr dann zu meinem Reaction-Kanal. Auf diesem Kanal findet ihr übrigens sämtlichen Twitch-Content, der wird dann separat in Themen unterteilt, auf dem Reaction-Kanal hochgeladen, lohnt sich also vielleicht für den einen oder anderen dann doch auch da mal vorbeizuschauen. Deswegen werde ich jetzt hier einfach die Zusammenfassung relativ grob vornehmen und naja, was sehen wir in dem Clip? Im Endeffekt ist das der Clip, der uns die Zusammenkunft von Darius und Ben zeigt. Im allerersten Trailer zur Serie haben wir gesehen, wie Darius mit so einem Elektroschocker-Stab auf Ben losgeht, weil er eben Angst hat, dass möglicherweise jemand anderes an der Tür stehen könnte. Kurz darauf kommt eben Ben zu Darius in diesen Wohnwagen rein und erklärt ihm dann auch die ganze Nummer, die gerade abgelaufen ist. Er erklärt ihm, dass Brooklyn vermeintlich gestorben ist und dass ebenfalls, naja, Menschen oder zumindest eine Organisation, also irgendwelche bösen Leute, Jagd auf die Kinder machen. Und ich werde sie weiterhin Kinder nennen, das kriege ich aus meinem Kopf nicht raus. Und naja, der Clip zeigt uns jetzt eben hier ausführlich, was danach alles passiert. Während sich die beiden dann also so ein bisschen unterhalten, macht Darius plötzlich das Licht in diesem Trailer aus und im Hintergrund sehen wir plötzlich die Silhouette eines Raptoren. Und ja, man könnte jetzt meinen, das ist ein Velociraptor, wir wissen es allerdings inzwischen besser, das sind die Atrociraptoren, die jetzt hier wirklich Jagd auf die beiden Jungs machen. Was uns hier zuallererst auffällt, ist, dass die Serie scheinbar einen relativ düsteren Ton an den Tag schlägt und ich musste hier gleich an das Ambiente von der dritten Staffel von Jurassic World Camp Cretaceous denken, die auch ein bisschen düsterer aufgebaut gewesen ist, die auch hier da mal kleinere Jumpscares gehabt hat und auch das bekommen wir jetzt hier. Wir bekommen quasi einen kleinen Jumpscare, der uns zeigt, wie der Atrociraptor dann ausholt und plötzlich durch die Fensterscheibe des Wohnwagens durchspringt. Was mir hier zuallererst aufgefallen ist, wir merken da doch, dass es eine Kinderserie ist. Ich finde das nie was Schlimmes. So eine Kinderserie wird ja meistens als etwas Negatives hervorgehoben. Finde ich überhaupt nicht. Du merkst aber genau an so einer Szene, dass man hier dann doch versucht, die Stellschrauben clever so zu drehen, dass das ebenfalls auch für ein jüngeres Publikum guckbar ist. Denn dieser Jumpscare mit dem Atrociraptor, der kommt nicht irgendwie aus dem Nichts. Nein, wir sehen tatsächlich noch eine ganze Weile, wie die Kamera auf das Fenster gerichtet ist und der Atrociraptor langsam nach hinten geht und dann erst ausholt und dann durch die Fensterscheibe durchspringt. Was cleveres Storytelling anmacht, gerade eben wenn man versucht, eine Serie zu produzieren, die in den Kanon einer Reihe gehört, in diesem Fall eben in den Jurassic-Kanon gehört, aber dann doch für ein jüngeres Publikum, naja, veröffentlicht werden soll. Unter anderem war das hier eben ein Beispiel dafür, dass man bestimmte Schockmomente entweder rechtzeitig abblendet, ich meine, das haben wir auch in den Jurassic World Filmen inzwischen gehabt, oder aber, dass du bestimmte Situationen, die einen erschrecken könnten, eine Zeit lang aufbaust, damit auch jüngere Zuschauer sich dann eher darauf fokussieren können und merken, okay, da passiert gleich was. Das aber nur ganz kurz nebenbei. Die Atrociraptoren sind also jetzt im Wohnwagen von Darius drin, beziehungsweise erstmal der Erste, der jetzt hier für den kleinen Jumpscare gesorgt hat. Darius und Ben geraten daraufhin logischerweise in Panik und plötzlich schießt auch noch ein zweiter Atrociraptor durchs hintere Fenster durch. Und dann bekommen wir ein paar sehr coole Momente, gerade eben auch mit Ben und dem Atrociraptor, die uns auch wirklich zeigen, dass die Serie sich dieses Mal um einiges flüssiger anfühlt als Jurassic World Camp Cretaceous. Eines meiner Kritikpunkte an der Originalserie oder an der Vorgängerserie ist gewesen, dass gerade die Dinosaurier, die wirklich sehr cool aussehen, sich in der Bewegung immer sehr puppenhaft und abgehackt bewegt haben. Das heißt, die hatten keinen wirklichen Geschwindigkeitszulauf, wenn die mal losgerannt sind, sondern die sind dann quasi gleich von jetzt in eine Geschwindigkeit reingeswitcht. Und das hat einfach so einen sehr unnatürlichen Puppenscharm gehabt. Ich würde es nicht mal mehr Charme nennen. Es hat einen manchmal dann doch so ein bisschen rausgerissen. Gerade die Kämpfe sahen dadurch eben sehr seltsam aus. Das scheint jetzt hier zumindest reduziert worden zu sein. Ich finde, dass gerade die Atrociraptoren in dem Wohnwagen von Darius sich unfassbar flüssig bewegt haben. Wir sehen, wie ein Atrociraptor auf das Geländer einer Treppe draufspringt, um dann eben an Ben ranzukommen. Und genau das wäre hier so ein Moment gewesen, wo man dann wieder diese puppenartigen Bewegungen in der Originalserie gemerkt hätte. Hier finde ich allerdings, du merkst langsam dieses Anspeeden des Tieres und auch eben wieder das Abklingen des Speedes. Das ist für mich ein bisschen schwer zu beschreiben. Wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Ausdrücke auch dafür. Aber ich finde einfach, dass
sich die Tiere hier ein bisschen realistischer bewegen. Ich habe auch das Gefühl, dass man hier vielleicht mit einem Blur-Effekt ein bisschen besser arbeitet. Das heißt, sobald etwas sich in einer bestimmten Geschwindigkeit bewegt oder einfach generell bewegt, dann geht diese realistische Unschärfe mit rein. Wenn ich jetzt mit den Händen so rumfuchtel, habt ihr auch eine realistische Unschärfe damit drin. Jurassic World Camp Cretaceous versucht dabei hingegen noch immer relativ klar zu bleiben. Zumindest ist das mein Eindruck, dass da eben noch nicht so viel realistische Unschärfe bei Bewegung gerade der Dinosaurier vorgeherrscht hat. Einer von euch da draußen hat mir ebenfalls noch über Instagram oder in den Kommentaren einen sehr interessanten Satz reingeschickt, und zwar: Tobi, findest du nicht auch, dass der Moment, in welchem der Atrociraptor sich gegen Ben stellt und Ben dann quasi auch dieses Stück Holz, war es eine Tür? Wie ich es gerade einfach nicht mehr weiß. Irgendetwas hält Ben auf jeden Fall zwischen sich den Atrociraptoren. Der kommt dann mit dem Kopf so da durch. Und da hat mir einer von euch geschrieben: Findest du nicht auch, dass diese Szene sich so ein bisschen anfühlt wie eine Hommage an The Lost World Jurassic Park 2? In dem Moment, in dem Ian Malcolm ebenfalls mit so einer Tür, die er aus den Angeln reißt, den Raptor versucht aufzuhalten. Und obwohl diese Szene jetzt natürlich auch einfach willkürlich gewählt sein kann, weil man versucht natürlich auch die Mittel zu nutzen, die jetzt eben in dem Wohnwagen sind, um die Kinder irgendwie überleben zu lassen, trotz allem habe ich mir gedacht, das kann schon ganz gut sein. Jurassic World und auch gerade Camp Cretaceous, die machen das eigentlich sehr gut, dass die bestimmte Anlehnungen an Bücher, an Deleted Scenes oder eben auch an andere Filme mitgeben. Gut, die Jurassic World Filme machen es vielleicht ein bisschen zu oft. Wir hatten in Jurassic World 2 hatten wir die Küchenszene, wo Lex den Velociraptor verarscht und kurz vorher die Klappe zuzieht. Hatten wir jetzt hier nochmal mit Macy und einem Essensaufzug und dem Indoraptor. Und das gleiche hatten wir eben dann nochmal in Jurassic World Dominion mit Kayla, Owen und dem Pyroraptor. Und das ist gut, das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel, aber es könnte schon sein, dass das hier zumindest so ein bisschen eine Idee dahinter gewesen ist. Darius und Ben bekämpfen also jetzt hier die Atrociraptoren mit so einer Netzschusspistole und eben auch dem Elektroschocker, den Ben beinahe abbekommen hätte, und schaffen es dann, sich aus dem Wohnwagen rauszubegeben. Draußen im Freien angekommen, sehen sie dann zum allerersten Mal den monströsen Kopf und die rot leuchtenden Augen von Ghost. Und hier ist mir zur allerersten Idee gekommen: Warum ist Ghost da draußen? Also Ghost ist ja im offiziellen Kanon beschrieben als The Leader. Die haben ja alle so verschiedene Eigenschaften, die Atrociraptoren. Das wurde schon zu Zeiten von Jurassic World Dominion festgelegt, aber halt nie wirklich ausgespielt. Jetzt scheint es wirklich so zu sein. Das ist meine Theorie, weil ich habe weiterhin das Gefühl, dass wir in der Serie nicht nur einen Tiger sehen, sondern wir sehen sogar zwei Tiger. Wir werden auch mehrere Panthera sehen, wir werden mehrere Red sehen. Und ich glaube auch, dass es mehrere Ghosts geben wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Ghosts in diesen Squads, die müssen mit dabei sein als die Anführer. Denn mit dieser Pfeife ist es wohl so, dass damit mehr oder weniger der Anführer, also Ghost, kontrolliert werden kann und der daraufhin dann die anderen kontrolliert. Der Trailer zeigt uns das Ganze zwar ein bisschen anders, aber ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie darauf hinausläuft. Ob das jetzt so Sinn ergeben würde, das so zu klären? Rein logisch gesehen nein, aber ich finde, dass gerade storytechnisch würde das irgendwie Sinn ergeben. Es wäre ein bisschen Videospiellogik, ja, dass man aber quasi den Ghost, also den Leader, ausschalten müsste, um das gesamte Raptoren-Squad dann außer Kontrolle zu bringen. Dann ist da keine Struktur mehr dahinter und dann könnte man einer Situation relativ einfach entkommen. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass das so ähnlich ablaufen wird, weil es wird schwierig werden zu erklären, wie diese jungen Menschen es immer wieder schaffen, den Atrociraptoren aus so Situationen wie eben gerade zu entkommen. Das ist aber einfach nur so als Theorie ganz kurz zwischendurch. Jetzt kommen wir hier zum großen Hauptpunkt, wo ich gesagt habe, ey, darüber müssen wir jetzt auf jeden Fall sprechen. Und es ist irgendwie entweder niemandem aufgefallen oder ihr habt euch einfach nur alle gedacht, ja, ist auch irgendwie wurscht. Oder ihr wisst vielleicht sogar, was damit gemeint ist und ich habe irgendwas verpennt. Und zwar rede ich hier vom Anfang des Clips. Ganz zu Beginn des Clips ist ein Satz reingeschnitten worden. Also der Clip beginnt in einem Satz, in welchem Darius Ben vorwirft, dass er jetzt wieder hier auftaucht, dann einen Prank-Call an Darius macht oder einen Prank mit Darius macht, wie sagt man das? Ist auch egal, auf jeden Fall, dass er Darius per Telefonanruf geprankt hat und Ben antwortet dann daraufhin: Ich hab dich überhaupt nicht geprank-called, ich hab dich überhaupt nicht gecallt, ich hab dich also ich hab dich überhaupt nicht angerufen. Hierbei ist jetzt die Frage, warum behauptet dann Darius, dass Ben ihn angerufen hat? Also zuallererst erfahren wir jetzt hier, dass Darius Ben ja vorwirft, du bist wieder hier
und rufst mich dann an und verarschst mich. Das heißt, Ben ist wohl ganz frisch erst wieder zurück von der Mentacorp-Insel, da war er, glaube ich, gewesen, und taucht dann jetzt erst bei Darius wieder auf. Deswegen wirft er ihm ja auch vor, du kommst jetzt einfach wieder zurück. Von wo zurück? Ich schätze mal von der Mentacorp-Insel. Und dann verarschst du mich? Es gab mal ein Gerücht da draußen, welches behauptet hat, dass Brooklyns Tod inszeniert ist. Und zwar von den Antagonisten selber. Aus einem ganz bestimmten Grund, da die nämlich versuchen, durch den Tod von Brooklyn, den Vermeidlichen, die gesamte Gruppe der Nublar Six oder eben der Nublar Five da noch zusammenzukriegen, damit man die eben nicht einzeln jagen muss, sondern damit sie in einem kompletten, naja, auf einen Rutsch gefangen genommen oder vielleicht sogar getötet werden können. Und dieser Satz, dieses Gespräch mit Darius und Ben lässt mich erneut einfach sagen, Brooklyn ist nicht tot. Das ist für mich schon fast ein Beweis, ein Indiz dafür, dass sie noch am Leben ist. Denn wer auch immer Darius hier angerufen hat in diesem Augenblick, also geprankcalled hat, muss sich in irgendeiner Form als Ben ausgegeben haben. Das heißt, möglicherweise irgendwie die Stimme imitiert. Die ganze Nummer spielt ja auch kurz nach Battle at Big Rock. Also in der Zeit, da hat sowas schon funktioniert. Das bedeutet, dass die Antagonisten, sehr wahrscheinlich Sayona Santos und die ganze Gruppe, dass die versuchen, die Standpunkte der Nublar Six herauszufinden, indem sie sich für andere Nublar Six ausgeben. Und da draußen im Internet schwirrt eine Theorie herum, die genau das wieder aufgreift. Denn angeblich soll die Serie zum Teil sehr stark mit solchen Erwartungen spielen, dass wir eben hier und da Anrufe bekommen, auch von Kenji oder auch Videonachrichten von einigen Personen, bei denen man dann aber später herausfindet, dass die gefaked gewesen sind. Der gesamte Plot mit Brooklyn ist tot könnte also ebenfalls ein riesiger Fake der Antagonisten sein, den sie benutzen, um die Nublar Six oder Nublar Five nicht einzeln jagen zu müssen, sondern eben alle auf einen Schlag zu bekommen. Wie bekommst du diese Gruppe dazu, sich zu versammeln? Nimm die Person, die du vielleicht gefangen genommen hast, also Brooklyn, und verbreite das Gerücht, dass sie tot ist. Es könnte sogar so weit gehen, dass einer der Gruppe selber, der Nublar Six, meint gesehen zu haben oder Beweise zu haben, dass Brooklyn gestorben ist, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, wenn wir uns mal überlegen, dass auch Sammy in Jurassic World Camp Cretaceous ja quasi ein doppeltes Spiel gespielt hat. Mehr oder weniger uneigennützig, aber sie hat es eben gemacht für ihre Familie. Also ich bleib dabei, dieser ganze Plot, Brooklyn ist tot, ist ein Fake, das wird von den Bösen inszeniert, genauso wie auch der Prank-Anruf von Ben an Darius, der scheinbar nie stattgefunden hat. Ich meine, Ben sagt es ja sogar selber. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung zu dem Clip, wie ist deine Meinung, zu meiner Theorie? Kannst du das Ganze irgendwie nachvollziehen oder sagst du, nee, das sehe ich anders? Lass mich deine Gedanken auf jeden Fall wissen. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.